Es soll das bedeutendste Herrenhallentennisturnier Deutschlands werden. Die Wolfgran Open, die dann in Ismaning ausgetragen werden. Und dann sollen auch viele Spieler aus der Tennisbase Oberhaching zum Zug kommen können. Spieler wie Daniel Masur, im Augenblick ja Nummer 220 der Welt. Das heißt, Daniel, du wirst dich vielleicht sogar noch ein bisschen strecken müssen, um den Cut zu schaffen. Der soll ja für dieses Challenger-Turnier bei ATP Platz 200 liegen. Richtig, ja. Also derzeit bin ich noch so auf der Grenze, sage ich mal. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich werde noch einige Turniere spielen und hoffe natürlich, dass ich bis dahin genügend Punkte sammeln konnte, dass ich dann im Hauptfeld starten werde. Angekündigt ist, dass Spieler aus insgesamt 20 Nationen kommen werden. Das heißt, es wird ein sehr, sehr starkes Ringen werden um diese 80 Weltcup-Punkte, die ja dort vergeben werden, was ja ungefähr einem Halbfinale bei dem BMW Open entspricht. Was erwartest du für dieses Turnier speziell? Ich habe jetzt schon dreimal Halbfinale gespielt bei so einem Challenger-Event, was auch meine größten Erfolge waren bislang. Und in Mitteleuropa oder in Deutschland sind solche Turniere immer sehr, sehr stark besetzt. Natürlich ist das ein Vorteil für deutsche Spieler, wenn man zu Hause spielen darf, im eigenen Land. Italien beispielsweise hat viel, viel mehr Turniere auf der Ebene als wir in Deutschland. Dass es dieses neue Challenger-Turnier in Bayern, in Ismaning geben wird, ist dem Einstieg eines starken Sponsors zu verdanken. Der Namensgeber, Wolf Kran, ist ebenfalls als Firma dort stark präsent beim Bayerischen Tennisverband und unterstützt nun dieses Challenger-Turnier. Herr Schiefer, warum machen Sie das Ganze? Wir sind in meinen Augen in Deutschland hier viel zu schmal aufgestellt. Future-Turniere, Challenger-Turniere sind die Nachwuchsturniere eigentlich für die Spieler von morgen. Und da haben wir für deutsche Verhältnisse zu wenig. Beispielsweise nur 12 Future-Turniere. Es ist ja geplant, dass dann auch die Tennisbase hier in Oberhaching ausgebaut wird zum wahrscheinlich größten und modernsten Stützpunkt in Deutschland. 7,5 Millionen Euro sollen ja ausgegeben werden. Ja, da ist einiges geplant. Wir haben ein Grundstück gekauft in der Größenordnung von 5000 Quadratmeter. Wir haben die Freifläche dementsprechend vergrößert. Wir werden ein neues Verwaltungsgebäude hier bauen. Wir werden zwei Freiplätze bauen, zwei Hallenplätze bauen, einen neuen Fitnessbereich. Wird es ein Turnier für die lokalen Spieler? Fühlst du dich dann selber als so eine Art lokaler Held? Held wird auf jeden Fall mit meinem Abschneiden zusammenhängen. Aber natürlich werden viele Spieler hier aus der Base dort antreten, einfach weil es sehr, sehr nah ist. Aber auch im Umkreis, wie gesagt, haben wir sehr, sehr viele deutsche Spieler, die dort antreten werden. Und wenn man, sage ich mal, nur eine halbe Stunde Anfahrtsweg hat, dann fühlt man sich natürlich schon als jemand aus der Region, ganz klar. Daniel, werden dir dann die Daumen drücken. Vom 14. bis zum 22. Oktober wird dann dieses Challenger ausgetragen, draußen in Ismaning. Und es ist eingebettet in eine Abfolge von mehreren ATP-Turnieren. Es wird zwei Future-Turniere in Bayern geben, zwei Challenger-Turniere, also wirklich ein ganz heißer bayerischer Turnierherbst dann.